Da musst du eine Frau als. Kannst du eine Frau als Ding machen. Ja? Ja? Ranks Dogma 2. Wir haben es bald geschafft. Ranks Dogma. So, Elvecta oder Hauptvasal? Elvecta ist der Charakter, den du während des Spiels steuerst. Let's go. Arisen. Fünf Slots habe ich frei. Hey, merci, danke für den Follow. Fuck, was stand da? Hi friend, I followed you since I thought your broadcast was quite awesome. Thank you, man. So, was stand da? Ich hab's verpasst. Nein. So, neu erstellen oder Vorstellung auswählen? Oh wow, okay. Nochmal neu. So, wähle eine Rasse und einen Körpertyp aus. Mensch, Mann. Wähle einen Basiskörper aus. What the fuck? Hab ich mitbekommen, ja. 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 Okay. Ja. Alter. Geil. Ja, klar. Ja. Gott, ja. Miro, ist ja nix. Miro. Bisschen. So, was für ein Körpertyp. Ja, aber wir haben auch schon dran gedacht. Einfach Miro machen. So, Körperbau, mal Standard. Nimmst du? Also sind nur 4 GB oder so. Naja. Passe dein Gesicht nach deinem Vorlieben an, indem du 3 Stufen konfigurierst. Du kannst dann den Kopf als Basis auswählen. Ich glaube, du musst einen Dragon Sommer Shop suchen, dann Character Creator heißt das, glaube ich. So eigenen Namen bekommen. Scheiße, was nehmen wir? Basiskopf. Schon viele, Alter. Was? Echt? Shit, okay. Oh Mann, okay. Ja. Echt so. Right. So, das ist so jünger. Ach so, von jung zu alt, okay.
Cool, okay. Ja, das ist so Ableger oder so, ne? Ja. Ja, nee. Nee, sag mir nichts. Aber. Advanced Warfare. Get a grip. Geht's auf? Sieht so jung aus, das ist auch zu alt. Das ist schon so. Ja, nehmen wir das hier. Ah. Fachbar. Hatze, ja. Ich sage den Akzent, alle. Aber mal gewitz. Aber gewitz sie dran, aber gewitz sie dran. Körpergröße. Kommt sogar hin, lol. The fuck? Muskelstil. God damn. No way. Sag das nicht. Hab ich ein Sixpack in Real Life? Worldwide. Okay. Interessant. Oberkörpermuskulatur. Jesus, I'm shred up. Holy shit. Bisschen, oder? Beine. Das war normal. Oberkörpergröße. Bisschen zu viel Bier getrunken, holy shit. Jesus. Körpergröße. Das ist mir auch Standard, das passt schon. Ja. Kopf. Grafik sehr gut. Oh mein Gott. Ja, Kopf lassen wir Standard. Länge vom Kopf. Ah. Jesus. Wie das aussieht. Ja, das wäre auch Standard. Ja, das passt schon so. Breite Kopf.
way. Nowhere. Tiefe. Ich weiß nicht mehr, was echt ist. Hals aus. Bart verdeckt alles. Der Oberkörper. Oh mein Gott. Schultergröße. Ach du Scheiße. Brustdicke. Ja. Sieht in Ordnung aus. Rumpfbreite. Armgröße. Holy. Oh, ne? Das Gewicht ändert sich, okay. Unterkörper. Das können wir also lassen, oder? Po-Größe. Aha. Sind ein bisschen größer, was? Haltung. Bewegungsstil, was ist denn anders? Bisschen aggressiver, ist normaler. Mal 50, oder? Das sieht doch ganz nett aus. Oh, wow. Okay, warte mal. Okay. Ups. Nein, das hab ich getan. Okay, ich muss kurz weg, bis gleich.
Da sind wir wieder. Da waren wir. So. Ist das resettet? Wie läuft denn? Winkel. Goblin einfach. Oder? Sieht gut aus. Laufanimation. Kopf. Was hab ich denn? Was könnte ich haben? Oder? Screenshot machen. Nochmal, warte. Oder? Ja, ich speichere das kurz ab. Bilder. So, Bild hinzufügen. Geil. Okay, Kann ich das transparent machen? Was? Hätte transparent machen. Filter. Nee. Kann ich transparent machen. Cool, mal schnell, oder? Bild transparent machen. Chroma Key. Okay. Nee. What the fuck? Ich glaub nicht wirklich. Oh mein, obwohl doch. Ist klar. Dieser scheiß Geist. Okay, warte. Vielleicht ein bisschen. Oh mein Gott. Halt still. Ja? Yeah. Schau mal.
What the fuck? Wieso passt das? No way. Fuck. Er bewegt sich zu viel. Jo, wieso passt das? What the fuck? Oder halt mal still. Jesus. So ein rundes Gesicht? What the fuck? Es passt. Oder? What the fuck? Wieso passt das? Egal. Dann lassen wir's. Oder? Ups. Out. Ja. Ich bin eigentlich blass, aber wir nehmen einfach mal normale Hautfarbe einfach. Soll aber nicht zu braun sein. Ist gelb, oder? Bisschen gelbig. Ist zu weiß. Ja. Hautfarbe. Oh, ach so. Ach so, ist Grundstil Haut. Ach so, die Haut. An sich. Eine Haut. Glatt ist jetzt nicht. Einfach Sonnenbrand. Oh, blau, Alter, what the f? Ja, das ist doch groß. Falten im Gesicht, meint ihr wahrscheinlich, oder? Keine Falten. Eingeölt. Falten? Wo meinen die denn Falten? Sie kommen schon lassen. Augenbrauen. Oh, wieder mein Bild. Brauche ich mein Bild überhaupt? Look at the sexy young man. Das ist die Höhe. Ja. Ja, so, oder? Abstand. Tiefe. Das kann ich eigentlich so lassen. Winkel. Kann ich auch Standard lassen. Auch. Wie ich die Augenbrauen Style ändern? Ah, kommt noch, okay. Breite. Oh.
Größe. Winkelaugen. Gott. Ja, lassen wir nochmal. Oh, lol. Das Auge zu haben sogar. Lol. Ist ja cool. Mein linkes Auge ist ein bisschen zu. What the fuck? Wie wenig. What the fuck? So, lass mal's, okay. Nase. Ja, das können wir so lassen. Breite. Nasenrückenwölbung. Größe Nasenflügel. Schon ein bisschen größer, ne? Niedriger. Breite. Moment. Also, Tiefe. Tiefe in die Breite, oder? Also, ja. Die Länge von der Nase. Ich habe keine lange Nase. Ist die Nase so spitz? Winkel. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Spitzheit. Okay, spitze Nase. Bisschen spitz. Okay. Ohren ist scheißegal. Wangen. Ja, ich bin schon ein bisschen. Also schon dicker.
Okay. Und eigentlich haben wir ganz gut gepasst, eigentlich. Der Bart zum Weg, ne? Ich bin eigentlich nicht so breit im Kinn. Okay, jetzt kommt der wichtige Part. Frisur. Nee, so eine Frisur habe ich nicht. Ich nehme meine Frisur gar nicht. Oder nicht so richtig. Muss man anpassen, oder? Oh, Glatze. Stimmt auch nicht. Noch ein Bart, nein. Holy. Ein bisschen länger im Bart als ich. Das ist auch nicht meins. Wo ich nur das hier in Frage. Braun? So. Braun. Dunkelbraun. Deswegen im Licht ein bisschen komisch. Ja, Moment. Diese Bartnummer.
83. Holy. Was für ein handsome geil, ne? Ah, die Frisur, ne? Da ist halt nichts. Nicht meine Frisur. Aber so eine Frisur, ne? Oder? Es passt doch. Ist doch richtig. Ist doch gut aus. Wir haben es geschafft. Nee, haben wir nicht. Ja, aber die Fusion, naja, ich hab. Das da aber ist halt ein bisschen zu weit Mitte unten. Ist halt mal zum Friseur. Das bloß ein weniger geben würde. Ja. Ja. Nicht wirklich. Schwierig. Jetzt bist du so dumm aus. Nee. Warte. Augenbrauen. Einmal die 83 bitte. Nee. Körperbehaarung. So.
Alter. Das? Discord macht er denn? Farbe. Oh mein Gott. Warum alles nicht? Hey du's. Oh, damn. Ah, besser. What the f- Nee. Ja, scheiß auf Tattoos. Laufbahn. Kämpfer. Weiß noch gar nicht gesagt, ehrlich gesagt. Ich sag, weiß es noch gar nicht.
Gott. Ich weiß nicht, Alter. Schwierig. Ja. Edler 3. Name. Jetzt Name. Oh Gott. R. Weg. Da, weg. Machen wir noch einen. Aber wir machen einfach mal so, wie es mir gefällt, so. Nicht nach mir, sondern. Mach schon. Körperbau lassen wir auch, den einfach. Wir sind cool das. Fucked up.
Ja. Schwierig. Oh wow. Irgendwas. Irgendwas hat das. Ja.
Das ist schon witzig. Gar nichts, oder? Ich sehe nicht keinen Unterschied. Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Ganz normaler Dude. Vielleicht die Nase ein bisschen anders, oder? Besser aus. Die Augenfarbe. Drehen. Jesus. Lassen. Oh, the fuck? Kopien. Narben. Das ist ja am besten. Gut. Alle, alle gleich. Das ist nicht schlimm.
Machen wir noch einen. Sieht schon besser aus als meiner aus. Sieh ich mal. Meine ist zu... too much. Wo wir 9 hinging. Wir machen mal best screen. Sich aus. Obwohl, na. Glaubt es. Bleiben bei Mensch. Schlecht aus. Habe ich schon gut gemacht. Immer. Die Größe alles. Ja, das meinst du. Wupp. Okay. Größer sein. Ruhig.
Das ist wichtig. Das sieht am besten aus. Sie jünger. Okay. Auge passt ja eigentlich, oder? Okay. Okay. Ich glaube, es eine andere Frisur gibt. Ist schon ganz gut. Okay.
Pluralfarbe oder so. Grau vielleicht? Oder das sieht besser aus. Das sieht besser aus. Was können wir ändern? Sind sie alle da? Lächeln. Wie andere. Hey, Kurt Hulhu. Danke für den Follow. Kommen. Um gerade unseren Charakter erstellen. Hey, das Spiel kommt doch erst am 22. raus. Richtig. Richtig. Das ist auch nur gerade die Charakter-Demo. Das heißt, du kannst dann schon mal deinen Charakter erstellen. Für den 22. März. Bei Steam. Oder PlayStation gibt es. Das runterzuladen sind 4 GB. Und kannst schon mal voreinstellen. Da musst du beim Release nicht mehr einstellen. Du kannst direkt anfangen zu spielen. Auch auf Xbox. Lass mich mal kurz schauen. Ich meine ja. Ich schau einen Moment. Ja, also laut. Ja,
Auch auf Xbox. Ist auch für Xbox verfügbar. Muss halt auf der Konsole da halt schauen, ne? Aber was für ein Tattoo können wir nehmen? Das ist unser Main Character. Gut, spiele gerade den ersten Teil durch. Ey, glaub mir, ich warte seit. Ich habe vor 10 Jahren habe ich Dragon's Dogma auf der PS3 gespielt. Und endlich kommt der zweite Teil raus. Ich hab so lange. So viele Leute haben so lange gewartet. Und Dragon's Dogma 1 ist so ein geiles Spiel. Ich liebe es. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Es kann nur geil werden. Warte noch, bis ich zweite zocke. Ja, Mann. Es hat schon Potenzial für Game of the Year. Also das ist schon krass. Sinn? Irgendwas am Nacken, oder was? Ich würde einfach, der erste Teil hat mir zu viel Laufwege. Ja, das stimmt, der. Das ist ein guter Punkt. Finde ich auch. Und was ich auch beim ersten Teil nicht so geil finde, ist, das braucht ein bisschen, bis es sich richtig entfaltet und richtig geil wird. Es dauert vielleicht so 3-4 Stunden, bis es halt richtig, richtig losgeht. Aber wenn es losgeht, dann wird es sehr geil. Ich glaube, beim ersten Teil wird es. Beim ersten Teil. Ich glaube, beim zweiten Teil hier. Ich glaube, das wird genau das gleiche passieren. Bin jetzt Level 31. Ja, okay, das ist schon. Okay. Ja. Da bist du schon nichts heraus. So die ersten 10 Stufen vielleicht. Da muss man. Ab dann kickt es erst richtig, würde ich sagen. Aber ich glaube, beim zweiten Teil wird es genauso sein. Ich glaube, der Anfang wird ein bisschen anstrengend, würde ich sagen. Aber dann wird es wieder geil. Blöd gesagt. Oder ich irre mich und es wird komplett geil. Laufe aber hin und her. Ja, das stimmt. Ich glaube, das wird im zweiten auch so sein. Du hast ja deine Riftkristalle. Und diese Kristalle, die du platzieren kannst, wird zum Teleportieren. Aber die sind ja recht selten, von daher denke ich mal, es wird hier genauso sein. Aber ich habe kein Problem damit, also. Aber für manche Leute, denke ich, wird es ein bisschen anstrengend, sag ich mal so. Ein bisschen anstrengend. Da laufe ich lieber rum. Das stimmt. Ja, vor allem, die Map war ja kleiner im ersten Teil. Jetzt im zweiten Teil wird die Map ja riesig sein. Von daher. Kennst du gut bei The Witcher 3, ja. Witcher 3 habe ich auch gespielt, da läufst du auch, ja. Was ich halt auch ein bisschen schade fand bei Witcher 3 ist, dass du halt hier die ganzen Fragezeichen abklappern musstest auf der Map. Natürlich hast du hier auf der Map keine Zeichen. Aber du kannst halt alles frei erkunden und so. Nach deinem eigenen Willen. Witcher 3 bist du einfach nur durchgepaced. Durch die Map einfach abgehakt. Aber war trotzdem geil. Es hat Spaß gemacht zu kämpfen, von daher hat es ein bisschen dagegen gewirkt. Schade, dass du kein Reittier hast. Ja. Stimmt auch wieder. Du kannst halt, wenn dich ein Griffith. Kann ich auch mitnehmen. Du kannst auf ihn draufklettern und er fliegt weg und du fliegst ein bisschen mit. Da kannst du auch ein bisschen erkunden. Das geht ja. Nur Problem wird, wenn er in sein Nest zurückkehrt, dann wird es schwierig. Was ist das denn? Sieht nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, was da irgendwelche Flammen oder so. Aber mir gefällt der erste sehr gut. Ja, der ist auch ziemlich gut gealtert. Also dafür, dass er schon 10 Jahre draußen ist. Oder 12. 12 Jahre draußen ist. 10, 12? 10, glaube ich.
ist er relativ gut gealtert für das Spiel. Passt das? Ich weiß nicht. Wirklich, oder? Ich glaube, lass uns mal lieber sein. Das auf dem Arm können wir nicht lassen, das sieht eigentlich ganz nice aus. Auch wenn wir die ganze Rüstung tragen werden, aber vielleicht gibt es mal eine Rüstung, wo es ein bisschen raushängt. Eigentlich sieht er ziemlich gut aus. Mir gefällt er. So, Vasallen erstellen. Warte mal. Die Stimme. Lass mich kurz die Stimme checken. Das passt schon, das passt. Das passt. Ja, er muss nicht lachen. Alles gut. Passt. So, neuen Charakter erstellen. Hauptvasall. Jetzt bin ich gespannt, was machen wir? Machen wir jetzt so Katzen. Wer ist denn die? Beastrin? Oder Menschen? Müssen wir überlegen, mein Vasal wird ja auch von anderen angeheuert. Wie machen wir das? Ups. Wie machen wir das? Was spricht die Leute an? Oder welche Klasse nehmen wir für den Vasallen? Scheiße. Wie machen wir das? Machen wir ein Catgirl oder machen wir ein schönes Vibe? Irgendwas, was Sinn macht. Was macht Sinn? Was können wir machen? Ich habe eine Katze, vielleicht einfach über eine Katze erstellen. Einfach meine Katze. Oh, Beastrin heißen die in Deutschen auch, okay. Oh, warte mal, es gab ja Beleuchtung, stimmt, das müssen wir mal angucken, oder? Ich habe den ersten gemacht, aber der gefällt mir nicht so gut, der gefällt mir besser. Der sieht besser aus. So, Beleuchtung, oh, geil. Cool, okay, warte mal. Habe ich ihn angeschaut? Sieht er gut aus in der Beleuchtung? Schielig? Nee. Ein bisschen, oder? Oh, wow. Ja, gefällt mir schon. Ich sehe schon gut aus. Das passt, ist gut, okay. Nice. Hauptvasal. Dein Hauptvasal ist dein loyaler Gefährte, der dich auf den gesamten Abenteuer begleiten wird. Das gesamte Abenteuer begleiten wird. Das gesamte Abenteuer. Schwierig. Chat, schwierig, sind wir ehrlich, das ist schwierig.
das gesamte Abenteuer mich begleitet. Er darf mich nicht abfacken. Vom Aussehen. Wie habe ich es im ersten Teil gemacht? Ich hab auch einen männlichen Charakter gemacht im ersten Teil. Ich mache immer so, man läuft ja zu viert rum. Eigentlich mache ich immer zwei Männer, zwei Frauen. Dann mache ich einfach noch ein Männlein, oder? Nee, ich mache lieber eine Frau. Menschenfrau, oder? Zack. Körpertyp. Ein. Okay. Bisschen kleiner, oder? Omi ist halt da. Meine Oma. Ist jung, älter, mittelalt. Okay. Ja, wir machen die auch Magierin dann, würde ich sagen. Mir gefallen mir die ganzen Gesichter nicht. Echt aus? Das ist wie eine Italienerin aus, what the fuck? Schauen wir mal, was wir machen können. Warum ist sie so breit? Irgendwie falsch aus? Wie fühlt sich das nicht sicher? Ist das eine normale Größe? Bisschen zu. Verrückt, Alter. Körper. So. Das sieht schon besser aus. Jesus.
Also hier höher machen. Kopf passt. Oberkörper. Brustdicke. I see. Ja. Wisst ihr Bescheid? Rumpfbreite. Tiefe Armlänge passt. Lang, what the fuck? Warte mal. Mal gucken, wie das aussieht. Im Vergleich, wenn man auch sich so hinstellt. Das passt schon so. Ja, keine Ahnung, die Arme sind so komisch. Das sieht echt gut aus. 20. Also vielleicht. Ja. Okay. Schlecht. Okay. Tiefer. Verlassen. Arre. Sind wir hier bei 40. Da ist was schiefgelaufen. Wenn du diese Frisur hast als Frau, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Scheiße, ja.
Töpfe hinten. Ja, zwei Zöpfe. Zwei Zöpfe. Das sieht cool aus. Auch sehr gut aus. Das ist auch so schön, ja, Farbe. Bisschen rötlich, nein. Andere Frisur gibt. Die merken wir uns. 44. 44. Sieht nicht schlecht aus, ne? Das nehmen wir. Blau nehmen. Wo ist die Pilgerfarbe so schwach aus? Sieht auch nicht schlecht aus. Dunkelgrün. Vielleicht. Ja, Mann. Das sowieso nicht, passt schon. Eyeliner.
Das sieht doch. Das sieht doch nett aus. Sehen also alle da. Laufbahn Maya. Oder Bogenschützen. Magierin oder Bogenschützen? Magierin oder Bogenschützen? Damiro? Magierin oder Bogenschützen? Magier nutzen ihre Stäbe, um verschiedene Zauber zu wirken. Ihre Beherrschung von Verzauberungen und Heilzaubern ist für jede Gruppe eine große Hilfe. Ah, ich muss schon Magierin sein. Gutherzig, loyal und hingebungsvoll. Die gehorsamste Art von Vasal legt den Schwerpunkt auf Unterstützung und hilft Verbündeten in Not prompt. Besonnen, rational und strategisch. Vasallen, die vorsichtig walten lassen, Vorsicht walten lassen, Punkt. Bevorzugt Verteidigung und Ausweichen und nutzt geschickte Taktiken, um zu überleben. Schlicht, neugierig und abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichsten Art, liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen und mag die Herausforderung. Gradlinig, unverblümt und impulsiv, ein Vasall, der sich nicht an Regeln hält, genießt den Nervenkitzel und greift wilde Feinde mit waghalsigen Angriffen an. Ja. Also, gutherzig oder besonnen. Das ist schon. Ja, machen wir gutherzig, weil sie sollen helfen. Gutherzig, süß, was? The people here are evacuated and safe for the moment. There are more who can yet be saved. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated. It seems the rain has abated. There are more who can yet be saved. There are more who can yet be saved. It seems the rain former arisen appear to be. There are more who can. Zwei. Fine showing. Eindeutig zwei. Okay. Spitzname. Oh mein Gott. Ich die nennen. Wie nennen wir die? Wie können wir die nennen? Ich hab die, glaube ich, bei Dragon's Dogma 1 auch so. Mia. Mia? Ist das ein weiblicher Name? Name. Gibt's Miro? Das wäre witzig. Mira. Milo. Mira, komm. Wer? Schauen wir mal, ob wir noch einen erstellen können.
sind so ein Buffed-Up-Typen zu holen. Weißt du, ein Berserk-Style. Guts. Einfach Guts nachbauen. Ich würde einen anheuern dann, der so ist halt, ne? Aber ja, ansonsten. Sieht echt ganz gut aus. Muss ich gleich mal anders bauen. Fuck. Ich weiß es nicht. Wie machen wir das? Magierlaufbahn. Magierlaufbahn. Achso, warte mal, ich kann noch Beleuchtung anschauen. Ja, das ist jetzt kein Meisterwerk, aber ist in Ordnung, würde ich sagen. Wow, wow, wow. Ach so, das. Ah. Ich weiß, was das war. Ich weiß, was das war. Das war Ding. Sekunde. Hier, und zwar meine virtuelle Katze. Halb vergessen, ja. Hab's nur zur Seite geschoben gehabt. Wie ein Greenscreen, ich habe halt keinen Platz. Ich wüsste nicht, wo ich ihn hin tun soll. Ich könnte es da verstecken. Ich weiß nicht. Aber es gibt eine virtuelle Katze. Aus. Gefällt mir. So. Vielleicht noch ein Vasallen, oder? Und was könnten wir machen? Vielleicht so einen Bogenschützen? Schau mal. Zack. So einen kleinen Beastron-Typen. Ne? Macht das Sinn? Nee, es sind mein Hauptvasall. Der begleitet mich immer. Ich glaube, das macht schon Sinn, wenn wir weibliche Person machen. Macht das Sinn? Mal überlegen. Lass mich mal überlegen. Nein, virtuelle Miro. Machen wir mal nochmal einen richtigen Krieger, oder? So richtig großen Buffed-Up-Kerl. Überlassen.
Muster. Das ist Miro in Prime, Alter. Ein Löwe. Ach, danke. Gesundheit, danke schön. Körper. Boom. 2,15 Meter. Richtig buffed up, Alter. Alter, ist richtig. Ey, jeden Tag Gym. Jeden Tag Gym. Dürfen gar nicht ins Gym. Stimmt auch wieder. Grüß dich, Ulvens. Alter, stell dir vor, du bist so ein kleiner Goblin. Auf einmal kommt dieser 2-Meter-Typ mit einer fetten, mit einem fetten Schwert auf dich zu. Stell dir vor, Alter. Keine Chance. Der so auf dich zuläuft, Alter. Der Junge, ein Brett, Alter. Das ist einfach ein Giga-Chat, Alter. Der so, Alter. Kommt auf dich zugelaufen. Holy, Alter. Kopf. Zwei Köpfarten. Kopfarten. Hat er, wieso sind die Augen zu eigentlich? Ah, nee, die sind offen. Augenbrauen, ich sehe da keine Augenbrauen, Bruder. It's Tag of Tod. Wie soll ich sagen? Es ist. Na, tot will ich nicht, oder? Luft raus, ja, eher die Luft raus, würde ich sagen. Jetzt kam Final Fantasy 7 Rebirth, das spielen wir auch noch gleich. Wir tun nur gerade unseren Charakter erstellen. Ansonsten, ich warte eigentlich nur auf Dragon's Dogma. Das ist mein. Das ist ein Game, worauf ich 10 Jahre aufgewartet habe. Ich habe es auf der PS3 gespielt gehabt. Das wird, glaube ich. Das Spiel wird Bombe. Kann ich seine Augen öffnen? Eigentlich baue ich einen Beastren im Team. Weil es gibt jetzt auch diese andere Nation. Vielleicht kann der mir da weiterhelfen. You know? Was ist das für Sohn? Also es gibt. Ah, okay. Holy, Alter. Voll in einer. Helldivers auch durch. Helldivers habe ich jetzt fast 100 Stunden gespielt. Ich habe alles unlocked, was geht. Auch den Mech, der jetzt neu rauskam.
Ich werde es noch spielen, definitiv. Ich glaube nächste Woche. Also diese Woche, die kommende Woche. Weil da kommt ein neuer Pass, glaube ich. Ich glaube schon. Also nur nicht ganz. Hält aber es ist nicht ganz vorbei. Also hat Potenzial für 100 Stunden Playtime. Ja, übel, ja. Das hat echt Potenzial, das ist echt gut. Ich hätte nicht, also, wo das angekündigt worden ist, dachte ich mir so, ich glaube, das wird nichts. Und ich dachte so, komm, scheiße, ich probiere es mal aus. Das hat mega, das war eine geile Bombe. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass er so viel Spaß macht. Wo ich den ersten nie gespielt habe, wegen Top-Down. Der zweite, das ist genial einfach. Das macht, mit Freunden macht das so viel Spaß. Auch mit Fremden. Auch mit fremden Leuten macht das Spaß. Also es bockt schon. Wenn es im Angebot ist, ich würde es mir schon holen. Auch bei 40 Euro sind auch schon fair, aber wenn du auf Angebot wartest, dann bockt es auch. Alles klar, danke, weil wir hatten auch überlegt, ja. Also wenn ihr holt, dann holt es euch. Also es macht schon Spaß, keine Sorge. Es wird anfangs ein bisschen chaotisch sein, aber wenn ihr den Überblick habt, dann bockt es schon. Ein bisschen gräulich machen die Haare. So ein alter Krieger. Schwarz? Ja, Mann. Das ist irgendwie nice aus, what the fuck. Hat irgendwas. Bart. Was? Es gibt so wenig? Ja gut, macht auch keinen Sinn. Aber ich glaube, wir nehmen den da einfach. Das passt schon. Warte mal. Jetzt haben wir 140, 147. Holy shit. Körperbehaarung. Nasenfarbe. Süß. Ja, rot. Zähne sind alle da? Jawohl. Hab ich unsere Zähne gemacht. Strahlenfarbe. Jesus. Wie soll ich das sehen, bitte? So, Standard. Bro, man sieht doch eh die Krallen nicht im Kampf. Schau dir die Maschine an, Digga. Das baue ich nicht. Okay. Laufbahn. Kämpfer. Das ist ein richtiger Kämpfer, Alter. Oh, warte mal, muss ich ein bisschen runterziehen? Ist das zu hoch? Das ist so komisch an. The people here are evacuated and safe for the moment. Das ergibt doch keine männlichen Stimmen. Besonnen war dann taktisch, ne? Rational und strategisch. Ach, machen wir gutherzig. Aber? There are more who can yet be saved.
Das hört sich so voll falsch an, what the fuck? There are more who can yet be saved. The people here are evacuated and safe. There are more. The people here are evacuated. The people here. There are more who can yet be saved. There are more who can yet be saved. There are more who can yet be saved. Mach mal die Augen zu und hör einfach nur zu. It seems the rain has abated. It seems the rain has abated. Former arisen appear to be plentiful in this world. It seems the rain has abated. Bruder, das ist doch nicht männlich. It seems the rain has abated. There are more. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here, people here. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe. Licht. There are more who can yet be saved. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated and safe. There are more who can yet be saved. There are more who can yet be saved. There are more who can yet be saved. What the fuck are them? It seems the rain has abated. It seems the rain has abated. Licht, neugierig und abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichsten Art, liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen und mag die Herausforderung. Former arisen appear to be plentiful in this world. Danger might lurk anywhere. Former arisen appear to be plentiful in this world. It seems the rain has abated. It seems the rain has abated. What the fuck, Alter? Former arisen appear to be plentiful in this world. Former arisen. There are more who can yet be saved. The people here are. There are more who can. Danger. It seems the rain has abated. It seems the rain. Former arisen appear to be plentiful in this world. Hört sich schon besser an. Danger might lurk anywhere. Marvelously done. Marvelously done. As you say. Follow me if you would. The people here are. Yeah, this is good one. It seems the rain has abated. Danger might lurk anywhere. Where every shadow. Former arisen appear to be. As you say. I shall follow me if you would. The people here are evacuated and safe. Das ist gut an. Das ist gut an. Das dritte. Den Körper nochmal angucken. So, aber wie sah das aus? Zu weit oben, oder? Die Hose ist zu weit oben irgendwie. Die Rüstung ist zu klein. Also das Teile nach unten. Runter drehen. Zu groß. Nee. Hier so. Ich glaube, das ist normal, Digga. Spitzname. Spitzname. Soll ich Miro nennen? Wie meine Katze? Macht keinen Sinn, gell? Miro. Aber Katze, Digga.
Puh. Ron. Cool, vielleicht nicht anders, warte mal. Kann man noch nennen. Wie kann man den nennen, Digga? Mö. Ma, me. Ach so. Okay, das Strength Dogma Logo muss unten sein. Jesus, ist der riesig. Ich werde dann Krieger machen wahrscheinlich. Warrior mit Zweihandschwert. Oder? Ich lasse es so, oder? Macht das Sinn? Ich glaube schon. Okay. Dann haben wir also unseren Arisen, unseren Erweckten. Das war der hier. Das sind wir. Das ist unser Main Character. Der passt ganz gut in die Welt. So, Dragon's Dogma Logo unterm Character, nicht vergessen. Hauptvasal wird dann, wie hieß er nochmal? Maron. Oder? Maron. Maron Eastern. Da können wir noch zwei weitere anheuern. Weg. Gut. Dann machen wir eine kurze Pause. Beenden. Danke, Dragon's Dogma. So. In weniger als 2 Wochen können wir das Spiel spielen. Fuck yeah. Ich bin so hyped, Alter. Ich habe schon vorbestellt. Teuerste Edition PC. Ich bin fucking ready.